Willkommen bei Kfz Fuzzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um den W124 Opa Benz. Motor hängt schon im Motorkran, wie ihr seht. Den Krümmer haben wir abgebaut, beide Seiten und beide Motorlagerungen habe ich abgebaut. Die waren auch richtig kaputt. Das Getriebe abgebaut. Wir kriegen das auch leider nur ohne Getriebe rein. Wappen habe ich drinnen gelassen, habe ich jetzt nicht abgebaut. Der kommt höchstwahrscheinlich sowieso neu. Ne? Also ich hatte das Gefühl, der war jetzt nicht so gut bei dem. Aber wenn ich den schon einmal ab habe, kommt der neu rein. Hier haben wir einmal unser Automatikgetriebe. Ne? Du siehst den hier. Und dann haben wir natürlich unser süßen Vierganggetriebe. Der ist auch Vierganggautomatik. Und das ist der Viergang manuell. Eigentlich von hier und diese Fläche kann ich dir sagen, so viel Unterschied gibt es da nicht. Aber viele haben auch drunter geschrieben gehabt, haben gesagt, Yunus, du wirst höchstwahrscheinlich Tunnel fürs Getriebe umbauen müssen. Das wollen wir jetzt sehen. Guck dir diese Fläche an, von unten. Du siehst das, ne, Ale? Ja. Und jetzt guck dir bitte die Fläche von dem CL an. Das sieht man schon optisch sofort, ne? Ja. Also was würdest du jetzt sagen, Ale? Welches ist größer? Also breiter? Bei dem Opa Benz. Bei dem Opa Benz, ne? Ja. Sag ich auch. Alle, da brauchen wir auch nichts ausmessen. Also ich bin mir sicher, Automatikgetriebe wird da reinpassen. Da wird es keine Probleme geben. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob wir diesen Motor so eingebaut kriegen, ob jetzt alles passt. Bei dem anderen Video haben wir ja gesehen gehabt, die Motorhalterungen waren ja 10 cm länger. Ja, sorry, 11 cm länger. Spritzwand, haben auch viele hingeschrieben, Yunus, du musst die Spritzwand erneuern oder verbreitern, vergrößern, was auch immer. Ich weiß es nicht. Das werden wir alles gleich sehen. Aber was ich sehe, das kann ich euch jetzt schon sagen, das hier. Das macht mir ein bisschen Kopfschmerzen. Das ist das Lenkgetriebe von dem W124. Darum habe ich auch die Krümmer ausgebaut. Das ist hier einmal. Ich glaube, der wird berührt. Ja, egal. Wir werden jetzt einmal schauen, ob der passt oder nicht. Ich bin selber gespannt. Erdgeschoss bitte einmal. Guck, wie weit wir es schon geschafft haben. Doch ich glaube, das ist nur der Anfang. Keine Träne ist hier umsonst. Ich wein vor Glück wegen dem, was kommt. Wenn du auch denkst, dass du's nicht mehr schaffst, trag ich uns zwei in dich Huckepack. Wir müssen mit uns reden wie Dickschädel. Und wenn ich falle, wirst du mich heben. Hab mir verboten zu glauben, dass es dich gibt. Geil. Also, ja, erste Problem sehen wir schon. Die Motorhalterung hier haben wir auch wiederum, ja, ungefähr, ich sag mal so 15 cm und wir sind schon an der Wand. Ihr müsst euch vorstellen, hier ist auch kein Dings, ne? Luftmassenmesser ist auch nicht drauf, alle. Das ist das Problem. Also das erste Problem. So, sonst, okay, Krümmer, sieht gut aus. Ich sag mal, ne, das können wir gleich gucken. Aber ich glaube, Getriebe ist auch gut. Das gucken wir uns gleich an von unten. Und dann kommen wir mal hier hin. Ah, ja. Das sieht man da. Da haben wir einmal das Lenkgetriebe. Und das meinte ich auch. Das sieht ein bisschen komisch aus hier. Ali, aber ganz ehrlich, alle, guck dir bitte den Motor an. Guck doch mal, guck mal nach links, guck mal nach rechts, wie viel Platz wir so haben. Wir machen wir mal so ungefähr, Motorhalterungshöhe. Ja, so ungefähr. Ja. Okay. Kommen die ersten Probleme. Da gibt es Probleme. So, halt mal fest. Spritzwand. Hier muss geändert werden. Hier muss geändert werden. So wäre jetzt perfekt. Alle, guckst du? So wäre jetzt perfekt. Hier kommt, ne, wenn jetzt genau so reinpassen würde, wäre perfekt. Auch von der Höhe und so. Aber wir sehen hier unten, hier wird es mit dem Motorhalterung nicht klappen. Einmal und zweimal natürlich, wie ihr gesehen habt, am Lenkgetriebe. Da wird es auch nicht passen. Gibt es ja wieder Probleme hier. Also es gibt jetzt zwei Varianten.
Nee, da gibt es nur eine Variante. Das Problem ist, wie sieht es mit dem Lenkgetriebe aus? Ich muss einmal runterkriechen und dann mal schauen. Okay, also am Lenkgetriebe haben wir genug Platz. Guckt euch mal diesen Platz an hier. Da könnt ihr ja zwei von diesen Getrieben einbauen. Wenn wir hier unten so Motorhalterung bauen, weißt du, was ich meine, alle? Ja. Solche Motorhalterungen hier dran bauen. Also hier richtig schön dran schweißen, so schön fett. Einmal hier drauf, eine Motorhalterung. Da drüben auch, dass das schön gerade ist. Dass wir hier mit dem Lenkgetriebe keine Probleme hätten. Weder hier oder mit der Lenkstange unten. Und dann sagt ihr natürlich bestimmt, ey Yunus, wie willst du das denn hier machen? Hier ist eigentlich überhaupt kein Problem, weil ihr müsst euch vorstellen, den Kühler, den neuen Kühler werden wir direkt hier runterbauen. Das heißt, der wird bis nach unten hingehen. Und dann, ja, mit dem Lüfter hätten wir ein bisschen Probleme, aber dann müssen wir den Lüfter nach vorne klatschen. Dann müssen wir den Lüfter definitiv vorne klatschen. Oder wir machen den Lüfter auch da drauf. Aber das wäre auch nicht das Problem. Aber guckt euch mal diesen Platz an. Da kriege ich locker einen Lüfter rein und locker einen Kühler rein. Das wäre eine Variante. Oder Variante B, Spritzwand aufschneiden. Anpassen, den nach hinten, Motorlagerung kürzen, da drauf. Und dann haben wir aber immer noch Lenkgetriebe das Problem. Daran habe ich nicht gedacht. Lenkgetriebe, wie können wir das mit dem Lenkgetriebe machen? Boah. Also da muss ich jetzt sagen, mit dem Lenkgetriebe weiß ich nicht. Kann man den Lenkgetriebe hier umbauen? Ich weiß es nicht. Also wenn einer da draußen sich auskennt, ob wir hier ein anderes Lenkgetriebe reinbauen können, der kann sich gerne bei mir melden, weil das ist das einzige Problem. So, wenn wir so jetzt einbauen, wie der jetzt so steht, wird interessant. Motorlagerung haben wir Probleme, Spritzwand haben wir Probleme, Lenkgetriebe haben wir Probleme. Die drei Sachen. Tunnel fürs Automatikgetriebe, safe, passt, locker. Aber die anderen drei Sachen müssen wir jetzt abarbeiten. Was machen wir? Machen wir die Motorhalterung nach vorne, bauen wir uns neue, zack, zack, neue Schalen bauen, so richtig schön dicken Material, zack, rein. Oder machen wir die komplette Spritzwand. Ich muss ja auch mit den TÜV-Prüfer reden, ob man das einfach so machen kann. Weil ich habe da keinen Bock, dass ich jetzt mir voll die Arbeit mache, damit ich das Lenkgetriebe hintergehe, entweder kein TÜV kriegen. Das will ich ja nicht. Ich möchte ja TÜV bekommen. Das heißt, darf ich die Spritzwand bearbeiten oder nicht? Und darf ich Motorlagerung selber machen? Das ist auch so eine Sache. Ihr könnt ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr machen würdet. Egal wie, das kriegen wir hin. Alle, was sagst du? 100% kriegen wir das hin. Alter, mein neuer Kameramann so nebenbei. Aber alle, sagt doch mal bitte, wie geil sieht das aus hier? Bitte. Das sieht schon echt krass aus, ja. Das sieht doch hammergeil aus. Guck mal, wenn du von vorne guckst, guck doch mal mit der Kamera bitte von vorne so. Achte mal. Bitte. Das ist doch ein Motor. Das will der W124, nichts anderes. Ich habe Bobbycars gefahren. Da war sogar ein größerer Motor drauf. Was ist das? Den will ich nicht mal in mein Fahrrad einbauen. 230er. Wenn ihr schon 2 Liter Maschinen habt, dann braucht ihr Turbo. Das ist doch nichts hier. Mal schauen, wie wir uns entscheiden. Mache ich die Spritzwand? Mache ich mir neue Motorlager? Das wird interessant. Da werden wir den TÜV-Prüfer auf jeden Fall fragen. Mal gucken, was er dazu sagt. Und wenn nicht, Spritzwand auf. Auch kein Problem. Kriegen wir auch hin. Aber was ich auch geil finde, egal wie der Motor kommt, alle, guck doch mal, wie du die Zündkerzen abbauen kannst hier. Guck doch mal, wie viel Platz du hier hast. Geil. Einfach nur geil. Das macht doch Spaß. In so einem Auto, wo gar nichts drin ist. Das ist schön. So, danke schön fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kfz-Funktion.